Ich auch. Ich mach Ansage! Okay. Soll ich dir auch mal reinreden? Und damit auch recht herzlich willkommen hier an dieser Stelle bei Little Zap LP und Lightning LP. Servus an dieser Stelle. Und ich habe direkt mal für dich mit die Ansage gemacht. Ja, und ja, ich würde sagen, wir connecten auf den Server in... Ja, noch nicht. Moment, ich will vorher noch ein Thema ansprechen. Ich bin immer viel zu schnell hier an dieser Stelle. Erstmal zurück, willkommen zu Minecraft Ternoff. Das Ganze hier wieder mit Witz, Tipps, Tricks und Fehleranalysen vom Server. Die größte Fehleranalyse ist eigentlich der Server. Naja. ja, und wir haben uns überlegt, gerade nachdem wir 2 Sekunden Brainstorming betrieben haben, dass wir eine neue Rubrik hier starten. Das Ganze wird sich darauf hinaus spielen. Das Ganze wird darauf hinauslaufen, dass wir über die einzelnen Projektteilnehmer mal so ein bisschen talken. Und unsere Meinung oder unsere Erfahrung mit den einzelnen Teilnehmern hier mal in den kommenden Videos besprechen. Oder wie siehst du das? Ja, kann man machen. Dann würde ich sagen, in 3, 2, 1 connecten wir auf den Server und los. Jo. Ah, du hattest gerade einen Soundbug bei dir. Boah, Noob. So. Schlimmer oder war okay? Das war nur so kurz verbuggt. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Gut, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und hatten hier den Gang noch fertig gemacht. Das wollte ich jetzt eh übrigens mal fertig machen. Ich wollte den Leadstone Energy Cell bauen. Ja, du wolltest noch ein bisschen was machen, genau. Ich kotze. So, hast du eine Redstone-Schaufel? Redstone-Schaufel? Bist du behindert? Was? Das ist eine Rubinschaufel. Pass mal auf. Nice. Pass auf. Nein. Aus. Böser Lett. Ich kann mir mal auch bald mal eine neue Rüstung machen, weil meine hat nur noch Hälfte Ding und kann sie auch mal verzaubern, weil ich habe 24. Ja, ich muss in der nächsten Folge werde ich auch mir mal das neue Texture Pack drauf installieren, das für Tacket zuständig ist. Denn das sieht hier echt ziemlich aus. Ja, das gleiche, nur mit den Texturen auch für das Modpack. Weil ich habe jetzt hier die Default-Texturen für die Sachen aus dem Modpack drin. Aber alles was Default ist, ist halt in diesem Sora-Text-Design. Gut, Turtle direkt mal nachschauen und dann würde ich sagen, immer ist es Nacht, wenn wir hier drauf kommen. Immer. So, wir fangen direkt an mit dem ersten Teilnehmer. Das ist der Avus Fisch. Einige haben auch schon mal privat gefragt, woher ich Avus eigentlich kenne. Ja, woher kenne ich Avus eigentlich? Ich kenne Avus dadurch, dass der gute Herr mich mal angeschrieben hatte. Das hatte ich ja in dem Minecraft Alliance Projekt angesprochen auch schon. Alter, diese Creeper-Armeen, ne? Und ja, Avus hatte mich angeschrieben, so, wie wär's denn, halt, hättest du Lust auf so ein Projekt? Und hatte mir seinen Kanal angeguckt und hatte ihn auch sehr sympathisch von den Videos her gefunden. Und hab mir dann gedacht, jo, da könnte ja mal was raus werden. Ich hasse die Nacht eigentlich, um irgendwas nachzuschauen, aber es ist egal. So, und ja, auf jeden Fall, nachdem ich dann einige Minuten dann mal mit ihm gequatscht hatte, damals auf Skype, hatten wir uns dann genau überlegt, wie wir das ganze Projekt weiter fortsetzen werden. Und ja, schlichtendlich oder letzten Endes kam es halt dann dazu, dass wir dann das Projekt halt so wie es jetzt ist, hier auf die Beine gestellt haben. Und ich werde hier gerade richtig hart attackiert. Avus ist ein Junge im Alter von 16 Jahren, soweit ich weiß, und... Echt? Ja, Avus ist 16, soweit ich weiß. Lol. Ja, der ist ziemlich jung. Und, hat aber mit seinem Alter echt schon... Was hast du denn gedacht? Ich dachte, der wäre ein bisschen älter. Achso. Jünger als ich. Ja, ja. Der ist jünger als du. Und trotzdem bist du ein Mongo. Auf jeden Fall, ja, es ist Talent auf jeden Fall vorhanden und der kann mit seiner Stimme einiges machen, da er, wie Sepp schon gesagt hat, älter klingt, als er überhaupt sich nach außen hin gibt. Warum nach außen macht er mir nicht ist. Die Energy Cell? Weil du scheiße bist, weil du bestimmt falsches Material benutzt hast. Nee. Naja, gib's doch zu. So. Ich brauch Kupfer, den Leadstone Energy Cell Frame und einen Redstone Conduction Coil. Das habe ich alles. Ich gehe mal eben mit Eimern Lava suchen, denn irgendwie... Warum funktioniert das nicht? Warte mal. Lava Cell. Lava
Gibt's Lavazellen hier? Scheiße, gibt's hier noch nicht, ne? Weiß ich nicht. Fuck! Ne, eben müssen wir... Falsche Kupfer? Müssen wir Lava Buckets nutzen. An der Stelle. Ist auch irgendwie doof. Normalerweise gibt's eigentlich schon in den Modpacks Lavaz... Okay, 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 okay. Okay. Ich glaube, das Spiel trollt mich. Ja, mich trollen die Mobs gerade so ein bisschen. Besser kann man hier irgendwie nicht farmen. Sag ich auch immer wieder. Gut, da muss ich jetzt noch ein paar Lava Buckets machen. Das ist Tin, das ist schwul. Leid, da probier du das mal, schau. Ja, was willst du denn, was willst du denn craften? Die Leadstone Energy Cell. Ja, ich gib mal her. Frame, 3 Kupfer und die Redstone Reception. Leadstone Energy Cell, okay. Dazu braucht man ja die 5 Dinge, aber bei mir will er die nicht craften. Ja, warte. Papa schaut. Du Mongo, Alter. Hier, kriegst dein Zeug zurück. Du scheiß Idiot. Guck mal bitte schön genau, was du da gecraftet hast. Den Leadstone Energy Cell Frame. Nein, nein, das ist auch richtig. Deine Bronze ist auch richtig. Das Kupfer. Ja, mein ich ja. Redstone Conduction Coil. Ja, und guck mal, was du brauchst. Reception. Du Noob. Das sind zwei verschiedene. Wie gesagt. Spiel ist richtig. Electrum Ingot, what the fuck, haben wir... Davon haben wir genau zwei. Wo ist das ganze Iron hin, Alter? Wo ist denn der Ofen jetzt, da? Induktionssmelt. Ja, ist ja gut, ist ja gut, schrei mich hier nicht an. Ich werd echt pissig, wenn du mich hier weiter anschreist. Okay, jetzt haben wir Leadstone Energy Cell. Soll ich dir die soll ich sie dir geben oder? Nee, nee, Pack's einfach mal in die Kiste. Nee, hier, warte, wir bauen hier mal eben um. Okay, die Energy Cell. Mal hier eben etwas um. Können wir auch mal zubauen oder leer? Nee, nee, lass das mal bitte. Gib mir mal die Zelle. Jo. Zelle. So, das, das und das brauchen wir dafür. Und das Ding. So, das heißt, den schmeißen wir dahin. Den schmeißen wir dahin und den schmeißen wir dahin. So, dann machen wir jeweils da ein bisschen Energie rein und da ein bisschen Energie. Und jetzt sollte sich das Ding auch füllen. Ja, wunderbar. Mhm. Nett, nett. So, das dauert jetzt erstmal, bis das voll ist. Kannst du davon den Erweiterten schon basteln? Mal, ob du die Erweiterung von dem Teil schon craften kannst. Meinst du das? Ja, das stärkere Ding, das bessere sozusagen. Glaub schon. Meinst du die mit dem vollen grünen Balken, oder? Nee, warte. Okay. Lead, nee, Moment. Energy. Die... Moment. Die? Drei. Die für die 2 Millionen speichern kann, die Hardened Energy Cell. Hardened Energy Cell. Ich glaube eher nicht. Braucht man die Leadstone Energy Cell und 4 Inver. Ja, ist so easy. Glaub, ja, dann kannst du die gleich wieder abbauen. Ja. Hast du 4 noch? Ja, jetzt haben wir noch 3. Dann gib mal die Zelle schon mal schnell her. Mach ich das Scheiße, schon. Warte mal. Die ist aber jetzt schon mit Energie voll, ey, das ist auch doof. Dann drück mal da auf Stopp, damit es nicht weiterläuft. Ja, warte mal, das ist eigentlich doof jetzt, weil dann will mir die Energie verschwenden. Mach noch eine Leadstone Energy Cell. Und daraus dann eine. Ja, ja, da machen wir einen doppelten Speicher. Wir brauchen eh mehrere davon. Brauchen die eh später noch richtig viele. Also, wenn wir sie jetzt machen, ist auch egal.
Dann kann ich das nämlich jetzt hier schon mal anschließen eben. So wie ich es eigentlich geplant hatte. Der Pulverizer kommt wieder dahin. Und der Induction Smelter kommt irgendwo hier vorne hin. So. So, jetzt habe ich das richtige Ding gebaut. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Da. Ein Redstone Block. Lead Ingot. Toll, jetzt komme ich nicht an die Scheiße da dran, ey. Auch ziemlich geil jetzt gerade. Wo war der Sand? Da. Vier Glas. Wo war der Lead? Da. Warum speist die keine Energie aus? Ich glaube, wir müssen mal wieder Kohle farmen gehen. Weil wir haben jetzt gar keine Kohle mehr. Ah, jetzt passt doch, perfekt. Und hier muss auch noch, das ist dann vorne. Das ist dann... Der ist doch aktiv. Warum kommt da noch nichts raus? Oh, ich hasse diese RF-Scheiße, ey. Gucken wir dem Meister bei der Arbeit zu. Ja, ich bin jetzt gerade hier die Energie am Ausspeisen. So, jetzt müsste eigentlich da Energie kommen. Kommt aber nicht. Kommt da keine Energie, Mann. Mehr Energie. Kennst du die Folge von SpongeBob? Nein, kenne ich nicht. Warte mal eben. Blau, so, und jetzt Energie. Kommt immer noch keine Energie raus. Hä? Hier ist Energie drin. So. Warum ist hier Energie drin? So, wir können da mal eben das reinschmeißen, den ganzen Kopperscheiß hier. Und dann schmeißen wir das mal da rein. Warum kommt da keine Energie raus? Das ist doch der reinste Krebs hier, ey. Oder muss da ein Hebel dran? So, ich hab die Hardened Energy Cell. Ja? Schmeiße ich dir gleich mal hin. Super. Wir brauchen Energy Rohre. Waren da nicht noch welche in der Kiste? Wir brauchen, die nennen sich Redstone Energy Conduits. Okay. Redstone. Die sind richtig geil zu craften. Energy. Wobei, nee, du kannst erstmal normal Leadstone Energy im Dinger machen. Die gehen auch erstmal. Die können 80 Dings transportieren. 80 RF. Okay, Leadstone. Energy Conduit. Was ist denn da? Maximale Power. Dazu brauchen wir noch viel. Mehr Mensch. Glas. Das ist zu viel, deshalb geht das nicht. Nee. Oh, jetzt muss ich hier eine Folge um diese Scheiße kümmern, ey. Nichts wieder geschafft in dieser Folge, Mann. Das ist doch Kacke. Oh, wie ich sowas hasse. Und Lead Ingots. Wie viel Lead haben wir da eigentlich noch in der Kiste? 2. Scheiße. Reicht nicht? Kann man das nicht irgendwie herstellen? Das ist doch alles RF, Mann. Warum funktioniert die Scheiße denn nicht? Es ist nur noch eine Steam Engine aktiv, ne? 2. Okay. Okay, der funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das werden wir aber jetzt noch nicht. Wir müssen Lead suchen. Das ist natürlich echt super. Aber ich glaube... Ein Rohr, glaube ich, davon geht. Ja, sechs Stück kann ich davon machen. Ja, dann passt das da erstmal. Das ist ja schon mal ein Anfang. Muss ich nur kurz warten, bis die fertig gebrutzelt sind. Was sagt die Zeit?
Warte kurz. Boah, ich krieg das Kotzen. Da, deine Pipes. Soll ich mal auf die Suche nach Kohle gehen? Kannst du machen. Alles klar. Das ist doch alles, das ist alles behindert. Ich hoffe, es ist nicht schon wieder Nacht. Nein, es ist doch geil. Okay. In- und Output ist maximal. Das Ding kriegt noch Energie, ne? Ne, kriegt keine Energie mehr. Kriegt es jetzt Energie? Jetzt kriegt's Energie. Ja gut. Guck mal, die Zeit. Wie lange haben wir noch? Na, ein bisschen haben wir noch Zeit, auf jeden Fall. Alles klar. Das passt schon. Jo, da ist Kohle. Ja, hier ist Kohle, ey. Passt. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Beschäftigen uns gerade viel zu viel mit irgendwie Kleinscheiß. Das Gefühl. Egal, ich habe da jetzt auch gerade keinen Nerv zu. Werden wir später bauen. Das mal alles hier reinpacken. Ich werde jetzt noch mal eben Turtle. Achso, ja, ich mache jetzt erstmal hier den Gang fertig. Erstmal eine Sache jetzt irgendwie zu Ende machen. Das geht ja gar nicht mehr hier. Ich fange ja alles an und mache nichts zu Ende irgendwie. Und das nervt gerade ziemlich. Es ist so nervig, weil es dir fällt sofort auf und ja. Mhm. 5 habe ich, 4 brauche ich, nice. Ein bisschen Kohle habe ich schon. Soll ich dann auch gleich wieder ein bisschen Essen mitnehmen, also Schweinchen oder so? Ja, kannst du machen, theoretisch. Alles klar. Alles klar! So. Bisschen Eisen brauchen wir auch wieder. Hast du Kohle gefunden jetzt? Ja. Nice. Bin gerade wieder in der Höhle. Kann man hat die Turtle hat ja schon wieder einen Geist aufgegeben. Nur dann werde ich mich jetzt doch darum kümmern. Packe ich mal mein Equipment erstmal ein bisschen weg. Sortiere ich das mal eben weg. Das. Meine erste Spitzhacke ist kaputt. Nein. Das. Wow, Plastik. Ernst? So. Gut, dass meinem Team haben, der sich mit dem Mod auskennt. Ja, ich muss aber auch erstmal wieder reinkommen, weil das ist, ne, wie gesagt, das ist ganz anders oder ein Großteil ist ganz anders als normal mit den Mods aus IC2, ne? Das ist oder Infinity. Bei Infinity war ja auch nur RF überwiegend. Und das hast du halt hier nicht. Und das ist halt ein ganz, ganz, ganz großes Manko. Meiner Meinung nach. Ich scheiß jetzt mal eben da drauf. Die ganze Energie, die eigentlich da noch drin ist. Ich hab fast ein Stack Kohle. Okay. Ich glaube, ich müsste paar Tage reichen. Paar Tage reichen, wie sich das anhört. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen noch weiter in den Dings rein. Denn das müssen wir, das hat sonst keinen Sinn. In dieser ich fäll mal ein paar Bäume, damit ich hier weiter bepflanzen kann, dass die Bäume... Stimmt, wir können auch so Holzkohle daraus machen. Oh, ich habe Kohle gefunden, nice. Ja. Ich will auch, dass die Bäume auch unseren Berg bedecken. Ja, genau, pflanz mal ein paar. Hast du eine Axt denn mit? Ja, ich habe eine Axt dabei. Ich habe auch noch ein bisschen Kohle gefunden, das ist gut. Mhm. Das ist echt sehr gut sogar. Ich fäll mal einen Gummibaum. Ein Gummibaum, ja, werden wir noch brauchen. Stimmt. Heben wir das Ganze hier noch ein bisschen weiter aus. Denn wir brauchen hier Platz langsam. Boah, ich finde den Mod so geil, dass die Bäume dann einfach zerplatzen, wenn du den untersten. Das ist der Timber-Mod, ja, das ist der Timber-Mod. Er ist aber auch nicht in jeder Version kompatibel, weil es den noch nicht für die 1.7.2 gibt.
Deshalb ist er noch nicht in den neuesten Versionen oder in den neuesten Modpack-Versionen mit implementiert worden. Also die Modifikation. Es ist ja eine. Das haben wir die. Ist jetzt doch das Loch hier zugemacht. Welches? Im Haus da. Jetzt Angst runterzufallen oder was? Ah nee, das hab ich zugemacht. Ich Idiot. Beschuldigt er mich erst, ey. Ja, ich wusste jetzt nicht mehr genau. Frechheit. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob du das jetzt warst oder ich das war. Deshalb. Ba. Zwei Bäume, glaube ich, kann ich noch fällen. Dann mache ich mich auf dem Rückweg, weil es jetzt schon wieder Nacht wird. So. Wie viel Kohle hier einfach rumfliegt, ne? Was ist das überhaupt für eine braune Pampe? Braune Pampe? Das ist so braune Flüssigkeit. Keine Ahnung, lauf da am besten nicht rein, es könnte Slug sein. Ja. Poison, Slowness und Hunger. Ja, sag ich doch. Hallo, mal reinlaufen. Ich habe gerade noch gesagt, nicht reinlaufen. Und was macht der Vogel? Er läuft rein. Hat nur drei Herzen abgezogen. Ja, trotzdem. Du nicht kannst... so schlimm wie Uran. Ja, du lernst ja auch nie dazu. Nee. Mit Uran. Wie gesagt, Uran werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Oh ja, werden wir. Aber leider gibt es hier keine Nukes wie den... Nicht? Ultimates. Nee, nicht so Nukes. Lol. Unser Atomreaktor. Nee, ist leider nicht wie... Ist ja nicht dieser Mod wie Megaprojekt drin, wo ich von gerade... Das ist eine Scheiße. Ja. Will ich aber Atombomben. Ja, ich will auch gerne eine Nuke haben, aber... Damit... Alter, jetzt... Damit dürfen wir, können wir uns leider nicht, können wir uns leider nicht, mit dienen, sagen wir es mal so. Ein Herz für Atombomben. Genau. Ein Hoch auf King Jong-un. Dein Vorbild. Mein Vorbild, genau. Ja, Nordkorea, ne? Like this pro. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter, denn es ist schon wieder soweit, ne? Lol. Wir dürfen disconnecten. Hast du da eine Creeper explodieren lassen? Nee. Warte, ich logge mich auch noch schnell aus. Ich bin nur schnell ins Haus zurückgelaufen. Ja. Ja, wir dürfen uns hier wieder an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sehen uns in der nächsten Folge. Sepp, du hast die letzten Worte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Genau. Würde ich sagen, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, haut da rein, ciao, ciao. Ciao. Direkt mal nachschauen und dann würde ich sagen, immer ist es Nacht, wenn wir hier drauf kommen. Immer. So, wir fangen direkt an mit dem ersten Teilnehmer. Das ist der Avus Fisch. Einige... haben auch schon mal privat gefragt, woher ich Avus eigentlich kenne. Ja, woher kenne ich Avus eigentlich? Ich kenne Avus dadurch, dass der gute Herr mich mal angeschrieben hatte. Das hatte ich ja in dem Minecraft Alliance Projekt angesprochen auch schon. Alter, diese Creeper-Armeen, ne? Und ja, Avus hatte mich auch. Ich mach Ansage! Okay. Soll ich dir auch mal reinreden? Und damit auch recht herzlich willkommen hier an dieser Stelle bei Little Sepp LP und Lightning LP. Servus an dieser Hallo. Stelle. Und ich habe direkt mal für dich mit die Ansage gemacht. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir connecten auf den Server in... Ja, noch nicht. Moment, ich will vorher noch ein Thema ansprechen. Ich bin immer viel zu schnell hier an dieser Stelle. Erstmal zurück. Willkommen zu Minecraft Ternoff. Das Ganze hier wieder mit Witz, Tipps, Tricks und Fehleranalysen vom Server. Nein, nein, aus. Böser Lech. Ich kann mir mal auch bald mal eine neue Rüstung machen, weil meine hat nur noch Hälfte Ding und kann sie auch mal verzaubern, weil ich habe 24. Ja, ich muss, in der nächsten Folge werde ich auch mir mal das neue Texture Pack drauf installieren, das für Tacket zuständig ist. Denn das sieht hier hässlich ziemlich aus. Ja, das gleiche, nur mit den Texturen auch für das Modpack. Weil ich habe jetzt hier die Default-Texturen für die Sachen aus dem Modpack drin. Aber alles, was Default ist, ist halt in diesem Sora-Text-Design. Ja. Gut, Turtle, die größte Fehleranalyse ist eigentlich der Server. Naja. ja, und wir haben uns überlegt, gerade nachdem wir 2 Sekunden Brainstorming betrieben haben, dass wir eine neue Hybrid hier starten. Das Ganze wird sich darauf hinaus spielen,
hinaus, oder das Ganze wird darauf hinauslaufen, dass wir über die einzelnen Projektteilnehmer mal so ein bisschen talken und unsere Meinung oder unsere Erfahrung mit den einzelnen Teilnehmern hier mal in den kommenden Videos besprechen. Oder wie siehst du das? Ja, kann man machen. Dann würde ich sagen, in 3, 2, 1 connecten wir auf den Server und los. Jo. Ah, du hattest gerade einen Soundbug bei dir. Boah, Noob. So. Schlimmer oder war okay? Das war nur so kurz verbuggt. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Gut, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und hatten hier den Gang noch fertig gemacht. Das wollte ich jetzt eh übrigens mal fertig machen. Ich wollte den Leadstone Energy Cell bauen. Ja, du wolltest noch ein bisschen was machen, genau. Ich kotze. So, ja. Hast du eine Redstone-Schaufel? Redstone-Schaufel? Bist du behindert? Was? Das ist eine Rubinschaufel. Pass mal auf. Nice. Pass auf.